2022 war für König Charles III. Ein aufregendes und vor allem trauriges Jahr. Seine Mutter, Königin Elisabeth II., starb im September. Damit wurde er zum neuen britischen König und musste direkt viele öffentliche Termine wahrnehmen, während die ganze Welt zusah. Charles hatte kaum Zeit zu trauern und nun muss er erneut Abschied von einem Familienmitglied nehmen. Sein Cousin Maximilian Markgraf von Baden ist am 29. Dezember mit 89 Jahren gestorben, wie das Haus Baden auf seiner Webseite veröffentlichte. Er war zudem ein Neffe des verstorbenen Prinzen Philip, dem Ehemann der Queen. Das britische Königshaus hat sich bisher nicht zum Tod ihres deutschen Verwandten zu Wort gemeldet. Wie das Haus Baden mitteilt, wird es für Maximilian Markgraf von Baden zwei Trauerfeiern geben.